Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe gerade noch mal geschaut. Vorbörslich sehen wir ein Mini-Plus noch mal auf der DAX-Tafel. Wir sind ausgerechnet 0,05% im Plus. Sind damit nicht ganz so stark unterwegs wie die Amerikaner, die gestern ordentlich zugelegt haben. Ja, letztendlich passt das aber auch ins Bild von gestern. Da waren wir auch im DAX nur ganz leicht geklettert. Also in Frankfurt kleine Schritte, in Amerika große Schritte. Allerdings auch mal zurück in die andere Richtung. Bei mir jetzt Florian Söllner. Er ist leitender Redakteur beim Anlegermagazin Der Aktionär. Und wir sprechen jetzt über die Manz AG. Da gibt es neue Aufträge, wieder einmal im Display-Bereich. Und das heißt, wir wildern jetzt so ein bisschen im Feld der Smartphones. Fangen wir aber zunächst einmal bei dem Anlagenbauer, Maschinenbauer an, Manz. Wie sieht da die Geschäftslage aus und vor allen Dingen, wie gefällt Ihnen die Aktie? Also die Aktie sieht derzeit wirklich sehr gut aus. Wir haben jetzt den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen, sind jetzt mit Schwung nach oben gegangen. Am Heft dazu im Übrigen nochmal ein großer Artikel mit einem Interview von Herrn Manz dazu. Wir hatten auch schon geschrieben, es sieht gut aus, wir haben Rückenwind, es dürften weitere Aufträge kommen. Jetzt kam nochmal was im Bereich Display und klar ist, es dürfte aus der Ecke Apple kommen, weil Apple hat ja zuletzt ganz offiziell angekündigt, dass eben Manz sein Partner ist und dass dank der guten Technologie von den Manz-Maschinen man auch Durchbrüche im Bereich Display erreicht hat. Da geht es darum, das Glas richtig auszuschneiden, auch zu beschichten. Und neuer Wachstumstrend, auch hierzu hat sich Dieter Manz uns gegenüber nochmal geäußert, ist ganz klar der Bereich Elektroauto. Hier spricht man mit Tesla, dürfte auch einige Aufträge von Tesla im Bereich der Gigafactory bekommen. Und jetzt so eine Spekulation rein von uns ist einfach die, dass ja, wenn jetzt Apple vielleicht auch ein Auto baut, dass hier auch da natürlich Manz mit Maschinen zum Zug kommen dürfte. Da dürfte sich um ein Elektroauto handeln. Und gerade in diesem Bereich Maschinen für den Bau von Batterien für Elektroautos ist Manz wirklich sehr gut aufgestellt. Es läuft ja derzeit in Barcelona dieser Worldwide Mobile Congress. Alles, was Neues im Bereich der Smartphones, Tablets und wie auch immer, wird dort gezeigt. Experten haben mir ja gesagt, so viel Neues gibt es ja nicht. Es ist jetzt einiges zur Serienreife gekommen. Also Galaxy S6 oder S6 Edge, diese gebogenen Displays, die um die Ecke gehen, sind jetzt in der Serienreife da, werden, glaube ich, im April auch dann verkauft werden. Ist das jetzt der große Gegenschlag Samsung gegen Apple, um hier verlorenes Terrain wieder gut zu machen? Also wie groß der Gegenschlag dann tatsächlich wird, muss man sehen. Aber es ist auf jeden Fall, also Samsung meldet sich auf jeden Fall zurück. Das letzte Modell, das letztes Jahr vorgestellt wurde, das S5, das war eine Enttäuschung. Es wurden nur 12 Millionen verkauft in 3 Monaten, während der Vorgänger damals 16 Millionen hatte. Aber jetzt das neue Modell, Sie haben es gesagt, mit abgeschrägten Kanten, das sieht, wenn man die Fachpresse so liest, wirklich extrem gut aus. Wir hatten hier nur positive Resonanz darauf. Wir gehen schon davon aus, dass hier dieses Smartphone sich sehr gut verkaufen dürfte und Samsung verlorene Marktanteile wieder zurückgewinnen könnte. Man hatte schon mal Weltmarktanteil von 30% auf 20% gesunken. Und da muss sich Apple tatsächlich orientieren, auch an diesem Gerät, zumal Samsung seine Schwächen ein bisschen ausgemerzt hat. Großer Kritikpunkt war auch immer, dass es ein Plastikbomber sei, dass zu viel Plastik verbaut sei. Auch hier hat man nachgebessert, hat jetzt einen Rahmen aus Metall, Gorillaglas hinten auf der Fläche. Also wirklich ein sehr spannendes Smartphone, aber das iPhone 6 war natürlich auch ein großer Wurf von Apple, das endlich vergrößert wurde. Insofern ist es ein spannender Zweikampf, aber Trader können tatsächlich mal kurzfristig auf Samsung aufspringen. Die Aktie hat schon ein kleines Kaufsignal gemacht, ist günstig bewertet, insofern hat Samsung endlich wieder ein bisschen Rückenwind derzeit. Gestern hatten wir gesprochen über NXP, da gab es eine Meldung, dass man den US-Konkurrenten Freescale kaufen will. Gesamtwert des Deals etwa 17 Milliarden inklusive Schulden, die man übernimmt. Wie kommt denn sowas an der Börse an? Also extrem gut. Wir hatten ja gestern schon mal gesprochen, da waren es schon, weiß ich nicht, 12% im Plus die Aktie. Jetzt haben wir gestern noch bis 17% plus gehabt in der Aktie. Analysten sind auch doch sehr angetan von dem Deal. Jetzt Alpha Value zum Beispiel aus Frankreich hat geschrieben, rät weiterhin zum Kauf, dass hier eben ein Gigant entsteht, dass es sich sehr gut ergänzt, gerade im Bereich, in solchen Wachstumsbereichen wie die automobile Zukunft. Wir haben darüber gesprochen, Apple könnte mal so ein selbstfahrendes Auto bauen. Und gerade bei Roboterautos, die selbst fahren, ist NXP sehr gut vertreten mit Chips, die untereinander funken. Sprich, diese Chips stellen sicher, dass Auto A nach Auto B funken kann. Ist auch bei Sicherheitschips sehr gut. Sprich, man stellt auch sicher, dass niemand sich in das Auto einhackt und hier Späße damit treibt. Und jetzt Freescale, die übernommen wurde wiederum, ist bei Sensoren unter anderem sehr stark, wenn es darum geht,
mit Kamerasensoren, dass das Auto sich orientieren kann und selbst gucken kann, wohin es fährt. Also es ergänzt sich sehr gut. Freescale hat ja schon Kunden wie Continental und auch im Bereich Mobile sind beide sehr gut vertreten. Jetzt immer noch nicht teuer die Aktie, trotz dieses Kurssprungs KGV von NXP nur rund 15 für nächstes Jahr. Sicherlich nicht mehr das Schnäppchen, aber auf mittlere Sicht durchaus noch ein bisschen Potenzial in der Aktie weiterhin. Also Gewinne laufen lassen ist hier unser Rat. Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin Der Aktionär. Danke fürs Interview. Gerne.